Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Mein Name ist Markus Günther und heute stelle ich euch den Lastrada Avanti EB des Modelljahres 2021 vor. Grundsätzlich ist vieles ähnlich, aber wir haben einen neuen Möbelbau mit ganz geraden Fronten. Wir haben hier ein Auto in dem wunderschönen Holz Eiche Natur mit weißen Möbelfronten, ganz schicken passenden Stoff dazu. Die Stehhöhe, die ihr ja bereits kennt, und ganz viele tolle Details, die wir uns an diesem Fahrzeug genau anschauen können. Wir werden das Video in zwei Teile aufteilen, weil wenn wir das Auto alles umgebaut haben, werden wir es auf Kundenwunsch nochmal wiegen und dann machen wir mit euch nochmal eine richtig schöne Gewichtsbilanz. Damit ihr das Video nicht verpasst, denkt dran, den Kanal zu abonnieren und unter dem Video bei Abonnieren dann auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch eine Info bekommt, wenn das neue Video rauskommt. Aber heute in diesem Video gibt es erstmal alle Details zum Lastrada Avanti EB aus dem Modelljahr 2021. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zum Lastrada Avanti EB Modelljahr 2021. Das, was ihr hier neben mir seht, ist ein Fahrzeug in der Farbe Profondo Rot Metallic. Das ist ein dunkelrot Metallic und das ist eine super wandelbare Farbe. So wie der Wagen jetzt hier steht, ist das ein ganz dunkles, kräftiges Rot. Wenn ihr damit abends in den Wald fahrt, ich will nicht sagen, ist er unsichtbar, er bleibt rot, aber ist er deutlich weniger sichtbar als normales Rot. Und wenn die Sonne richtig knallt, ist das Profondo Rot ein wunderschön leuchtendes Rot. Wenn wir Glück haben, scheint vielleicht in den nächsten Tagen nochmal die Sonne. Dann macht Chris nochmal eine Aufnahme in der Sonne und blendet die jetzt genau an dieser Stelle ein, damit ihr einen Eindruck habt, wie wandelbar die Farbe ist, weil es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich persönlich finde es aber in jedem Zusammenhang eine schöne Lösung. Von außen gibt es keine großen Unterschiede zwischen dem letzten Modelljahr und diesem Modelljahr, sondern man kann das im Prinzip nur, wenn man ganz ins Detail guckt, kann man vielleicht erkennen, dass oben die Regenleiste jetzt gerade ein bisschen milchiger ist vom Glas. Da braucht ihr jetzt gar nicht hingucken. Aber grundsätzlich ist das Auto eigentlich genau das Gleiche. Eine Änderung haben wir Fiat-seitig. Wir haben hier natürlich ein Maxi-Chassis bestellt. Der Wagen hier hat die neuen Maxi-Chassis-Felgen. Das ist einfach ein neues Design. Das sind jetzt ab Modelljahr 2021 die Serienfelgen, die bei Lastrada als Original-Fiat-Felge kommen. Ansonsten seht ihr Radlaufverbreiterung für das Maxi-Chassis vorne und hinten natürlich mit drauf. Wir haben bei dem Wagen jetzt hier über der Tür die Beleuchtung. Warte mal, ich hole uns mal dazu kurz die Fernbedienung mit dazu. Perfekt. Das ist eine kleine Fernbedienung. Da habt ihr einfach einen Ein- und Ausschalter mit dabei. Und in der Fernbedienung ist auch ein Dimmer mit drin. Das ist total praktisch, wenn man von ein bisschen weiter weg zum Auto kommt, dass man dann auch den Bereich vorm Auto beleuchten kann. Das ist nämlich heller, als es jetzt hier im Hellen aussieht. Grundsätzlich bei Lastrada kann ich diese Regenrinne mit Beleuchtung ab Werk bestellen. Bei Westfalia in vielen Varianten auch. Und bei allen Pössl-Modellen können wir euch die natürlich hier von Togo aus mit einbauen. So, den lege ich kurz wieder weg. Clever, hätte ich den auch zurückschnipsen können. Aber gut, wir haben hier in dem Fahrzeug einen normalen Absorberkühlschrank mit den normalen Lüftungsgittern mit drin. Und beim Avanti EB das Fenster hier oben als zusätzliches Fenster. Das ist das einzige von den seitlichen Fenstern, was nicht Serie ist. Also denkt immer dran, das mitzubestellen. Ebenfalls eine Option haben wir jetzt bei dem Fahrzeug hier die Gasaußensteckdose. Das heißt, wenn ihr einen Gasgrill oder irgendwas in der Richtung benutzen wollt, könnt ihr den hier wunderbar mit anschließen. Und bei Lastrada ja seit letztem Modell ja so, dass die ganzen äußeren Klappen, da wo sie verfügbar sind, auch in schwarz sind, dass das Auto so ein richtig schönes, einheitliches Bild bekommt. Das, was ihr hier seht, ist der normale Fahrradträger für ganz normale Fahrräder. Maximale Zuladung 35 Kilo, also nur für Fahrräder, wenn es keine E-Bikes sind. Seit dem Modelljahr 2020 ist der auch in schwarz, dass das passend zum gesamten Dekor des Fahrzeugs mit dabei ist. Also durchaus eine elegante Lösung. Mache ich die Riesentür des Jumbo Ducatos mit seinen, was ist der hoch, 289, glaube ich, steht im Prospekt mit drin, haben wir das mit dabei. Hier hinten einen riesengroßen Stauraum. Wir sehen auf den ersten Blick,
Der Raum hier ist höher, als er in den meisten Fahrzeugen ist, die man sonst so bekommt. Das liegt daran, dass der Lastrada Avanti EB den durchgehenden Doppelboden hat und die hohe Karosserie und das ganze Bett ein bisschen angehoben ist. Für die Leute, die viel Staugut sozusagen haben, können wir hier mal die Höhe messen, ob das mit euren Fahrrädern darunter auch passt, wie bei so vielen anderen Leuten. Wir haben hier in der Höhe 86,5 cm, haben in der Breite 1,838, also knapp 1,84 und in der Ladetiefe hier bis zur Wand nach vorne 73,1 cm. Ein bisschen mehr Tiefe für langes, sperriges Gut habt ihr hier in dem, ich sag mal, in dem Kellerfach. Das ist fast 1,80. Und da finde ich es ganz charmant. Aus dem Innenraum kann man auch durchgreifen, dass man das auch wie so eine Art Wäscheabwurfschacht nutzen kann. Von der Breite haben wir hier 56 cm, aber der Durchgang vorne, um es ganz genau zu machen, ist ein bisschen schmaler. Da haben wir 50 cm und dann sind wir aber auch fertig mit Maßen hier hinten. 1,10 Meter ist der Kanal hier hinten tief. Wir sind doch noch nicht fertig mit den Maßen. Schöne Grüße an, Namen soll man ja nicht sagen. Sie wissen, wer gemeint ist. Wir nehmen mal das Maß. Wir hatten nämlich neulich gerade die Frage, wie viel Raum haben wir hier nach oben, wenn das Bett hochgeklappt ist, wenn ich mal was richtig Sperriges mit dabei habe. Wo muss ich hin? Da. Von der Kante bis daran haben wir 1,87 Meter in der Höhe. Und das letzte Maß, das war da auch ein Sonderwunsch. Na? Hier genau die Einführbreite sozusagen ist 1,56 Meter. Ich glaube, mehr Details beim Vermessen der Lastrada Avanti EB Garage. Jetzt kann der Wettbewerb wunderbar die Garage nachbauen. Die kriegen das zwar sonst wahrscheinlich nicht genauso hin, aber dann habt ihr schon mal alle Maße dafür. Grundsätzlich bei Lastrada immer serienmäßig das Froli Bettensystem. Das ist ein punktelastisches Lattenrost. Wer das noch ein bisschen für sich verstärken will, kann hier noch mal zusätzliche Kreuze mit einhängen. Dann wird das noch mal ein bisschen härter und auch die Matratze. Hole ich mir mal wieder zurück. Hier ist halt eine super hochwertige Kaltschaummatratze mit einem abnehmbaren Bezug, den ihr waschen könnt und damit eben auch eine richtig gute Lösung. Was sehen wir hier im hinteren Bereich noch? Lastrada-seitig Stauraum für 2x11 Kilo Gasflaschen. Das Ganze auf so einem Schlitten gelagert, dass wenn ihr das Bett hochklappt, ihr im Stehen die Gasflaschen rausheben könnt. Und das richtig schön rückenschonend ist. In dem Fall haben wir jetzt hier noch die Duo Control mit dabei. Das heißt, da ist ein Crash, also Mono Control mit Crash Sensor und Schlauchbruchsicherung ist serienmäßig. In dem Fall eben als Duo Control schaltet er automatisch von Flasche 1 auf Flasche 2 rüber. Und auf der anderen Seite, da unten drin ist die Technikbox. Da haben wir in diesem Fall eine große Lithium-Batterie mit 160 Amperestunden drin. Und der Kavenzmann hier oben ist der Wechselrichter. All das wiegt natürlich und damit wir genau wissen, wie das Auto so im Saft steht, was Zuladung angeht, werden wir den eben nochmal wiegen und in dem nächsten Video zeigen wir euch das ganz genau. Und weil es jetzt anfängt zu regnen, überspringen wir die Seite, da gibt es ein ganz schickes Fenster in der Nasszelle und all sowas mit dazu, gehen rein und gucken uns dieses Auto im Detail an, bevor wir ganz nass werden. Und Chris, erinnere ich daran, dass er die Schuhe bitte unter die Trittstufe stellt oder mit reinnimmt. Danke. Gern. So, Regenschauer war falscher Alarm. Wir können uns die Seite doch noch hier in Ruhe angucken. Auf der Seite hinten habt ihr den Stromeinfüllstutzen. Dann könnt ihr den Strom, holt ihr euch eine Gießkanne Strom, kippt die da hinten rein und dann ist der Tank wieder voll. Nein, ist natürlich eine normale CEE-Steckdose. Seit letztem Jahr mit den Magnetverschlüssen, das finde ich eine ganz charmante Lösung. Dann hier oben das normale Fenster fürs Bett. Und das war das, was ich eben kurz angedeutet hatte. In dem Fahrzeug haben wir das zusätzliche Nasszellenfenster. Zum einen eben als Belüftung, klar, richtig und wichtig. Und zum anderen kann ich eben dann auch die Duscharmatur mit rausnehmen und auch draußen duschen. Wer dieses Reinreichen nicht will, weil das ja schon recht hoch ist und ich bin ja schon groß und komme schon kaum an, für den kann ich bei Lastrada eine zusätzliche Außendusche mitbestellen. Die hat hier einen Ein-Ausschalter, Warm-Kalt-Regler und dann kann ich da eben auch mich hier unten anstöpseln und ganz komfortabel das alleine benutzen. Hier versteckt sich die normale Tedford-Kassettentoilette drin.
Der Wagen hat die absolute Vollausstattung, aber keine Sog. Jetzt werden sich einige wundern, warum nicht. Kann ich euch ganz einfach sagen. Wir nehmen jetzt die gesamte Toilette raus und bauen da eine Trockentrenntoilette ein. Und deswegen kümmern wir uns da um die Dinge selber. Aber das zeigen wir euch im nächsten Video, das Ergebnis dieses Umbaus, auch nochmal komplett, dass ihr da ein paar gute Eindrücke bekommt. Ansonsten haben wir einen normalen Avanti EB, Frischwasser-Einfüllstutzen, die Scheiben alle schön getönt mit den geraden Scheiben und hier auch, sagen wir mal, mit voller Bemalung, das heißt mit dem Dekor, so wie es von Lastrada ab Werk kommt. Ich finde in dem Profondo Rot eine absolut runde Geschichte. Vielleicht Front noch mal einmal drauf geguckt. Wir haben hier das Technikpaket 3 mit drin, das heißt Scheinwerferrahmen in schwarz, den Kühlergrill in schwarz. Und dann gehört dazu noch das LED-Tagfahrlicht, das heißt der Lichtstreifen, der hier drin ist. Wenn du einmal ganz kurz da rüber schwenkst, der Pössl Tuwin Vario, der hier steht, so würde der Kühlergrill normalerweise kommen, dann wäre er hier in dem Silber und dann sind auch die Scheinwerfer hier in dem Chrom, dass man das einfach weiß. Ich glaube, das ist zum einen eine Geschmacksfrage und zum anderen eben einfach auch eine Frage, ja, nicht zum anderen, zum anderen ist es auch eine Geschmacksfrage. So, und ob der Innenausbau euren Geschmack trifft, das können wir uns jetzt anschauen, bevor es hier gleich wieder die nächsten Tröpfchen geht. Geht's jetzt mal rein und wir gucken uns an, was der Lastrada Avanti EB im neuen Modell ja von innen anders macht als vorher. Das hier ist die Sitzgruppe vom Avanti EB. Wir haben eine normale Zweiersitzbank. Man sieht an meiner Breite, dass jetzt nicht unendlich viel Platz ist, aber die Autos werden in der Regel auch nur zu zweit, mal zu dritt, aber eigentlich selten zu viert benutzt. Wenn man möchte, wir haben hier auf dem äußeren Sitz eine Isofix-Befestigung. Das heißt, da könnt ihr Kindersitze richtig gut einhaken und arretieren. Meist werden ja eher größere Personen hier mitfahren, dann hat man wirklich das sehr komfortabel und das, was bei Lastrada toll ist, ich rutsche mal rüber, beachtet mal hier diese Rückwand, wir haben die ganze Sitzbank verschiebbar, das heißt, ich kann hier nach vorne rutschen und das ist miteinander verknüpft, das heißt, wenn ich nach vorne rutsche, ändere ich hier den Neigungswinkel und kann das halt richtig weit, ich kann noch eine ganze Ecke weiter raus verschieben und damit kann ich mich eben frei entscheiden, ob ich eine komfortable Situation zum Fahren haben will, so wie jetzt. Das ist richtig schön im Rücken aufgepolstert. Hier könnte ich mir vorstellen, auch mal länger zu fahren. Oder ob ich mich irgendwo im Urlaubsort auch mal hinfläzen will. Der Tisch ist Lastrada typisch etwas größer als die meisten Tische, die wir so im Programm haben, weil irgendwie gefühlt die ganze Sitzgruppe recht groß ist. Wir haben hier 92,5 cm in der Länge und 52 cm in der Breite. Ich glaube, normalerweise sind die eher so um und bei 50. Wir haben, komme ich da dran vorbei, ja, komme ich, einen riesengroßen Schwenkteil, den ich rausnehmen kann. Der verlängert den Tisch nochmal um fast 45 cm. So habt ihr, ups, kann ich gar nicht messen, 1,37 Meter Tischplatte. Das ist schon groß. Wem das nicht reichen sollte, der hat, einmal nochmal den nicht vorhandenen Bauch einziehen, danke. Der hat immer noch die Möglichkeit, hier an der Arbeitsplatte der Küche oder die Arbeitsplatte der Küche zu verlängern. Und da habt ihr nochmal eine zusätzliche Stellfläche von etwas über 40 in der Breite und 46 in der Länge. Das heißt, ich glaube, wer hier küchenmäßig nicht klarkommt, dem ist dann auch nicht zu helfen. Referenzmaß Nasszelle Küche. Mal gucken, ob sich der subjektive Eindruck, dass es größer ist, da fortsetzt. Wir haben hier oben auf Höhe der Ecke 1,23, das ist ein bisschen mehr als wir normalerweise haben.
und hier auf Tischhöhe, Rückenlehne, Sitzbank bis zur B-Säule 1,3 Meter. Das sind 3-4 cm mehr, als wir in den letzten Autos, glaube ich, gemessen haben. Insgesamt sitze ich also super gemütlich und komfortabel, habe hier ein sehr, sehr großes Fenster. Wenn ich das aufmache, seit letztem Modelljahr, haben wir hier die Dämpfer, die in jeder Position stehen bleiben. Das heißt, ihr könnt, man braucht jetzt nicht mehr diese Klick-Klack einmal ein bisschen höher, sondern man kann es einfach dahin drücken, wo man es haben will. Ich kann die Fenster natürlich weiterhin mit so einem Belüftungsspalt öffnen, aber grundsätzlich sind sie dann ganz einfach wieder zugemacht. Und das, was ihr hier an der Wand seht, wenn man es abkriegt, so, ist die Fernbedienung für die Vollluftfeder. Wir haben hier mal wieder einen Lastrada, der sich auch ein sehr komfortables Fahrwerk gegönnt hat. Mit der Vollluftfeder zum einen verlinken wir euch unten und oben in der Ecke nochmal, was die Vollluftfeder so kann, was im Prinzip eine Ausgleichsfunktion, eine leichte Offroad- oder eine Auto-Level-Funktion, so heißt es, damit der Wagen schön in der Waage steht, so eine Offroad-Funktion, eine tiefe Parkposition für einen niedrigen Einstieg oder theoretisch ein Parkhaus, und Sport ist ein bisschen abgesenktes, schnelles Fahren. Speicherfunktionen für bestimmte Parkmodi oder auch alles separat einzustellen. Vor allem geht es aber um das komfortable Fahren und eben als netten Nebeneffekt dieser Auto-Level, dass wenn hier irgendwo steht, man das richtig schön gerade machen kann. Wenn ich von Sitzkomfort mit der Vollluftfeder spreche, dann will ich natürlich auch vernünftig auf den Sitzen vorne sitzen. Und da haben wir uns hier dieses Komfortpaket 2 gegönnt. Das kommt dann mit den SKA-Sitzen. Das ist nochmal gerade für große Menschen echt auch ein Komfort im Sitzen. Dieser Sitz hat unendlich viele Einstellmöglichkeiten. Es fängt an mit den ganz einfachen Dingen. Du kannst hier die Sitzfläche rein und rausschieben und damit hat man eben auch, wenn man lange Beine hat, einen sehr anderen Beinauflagepunkt. Dann kann ich den gesamten Sitz natürlich verschieben, aber guckt euch mal an, das ist, jetzt bin ich ein bisschen im Weg, relativ weit von der Strecke. Wir haben serienmäßig eine Lordosenstütze hier an der Seite und auch im Rückenbereich drin. Sitzheizung ist dann selbstredend. Wenn ihr den Wagen mit Leder nehmt, könnt ihr ihn zusätzlich noch mit so perforierten Leder bestellen. Dann gibt es auch noch eine Sitzbelüftung. Natürlich haben wir zwei Armlehnen, die man individuell auf den Auflagepunkt einstellen kann. Und die Sitzhöhe, da gehe ich jetzt mal kurz auf den Sitz drauf, dann kann man das vielleicht besser sehen. Das ist, glaube ich, das ist die untere Position. Und da passt jetzt von der Decke so gar nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr viel Spielraum. Und das Ganze in der Neigung auch nochmal massiv verstellbar. Da sollte jeder eine Sitzposition, egal ob klein und kurzbeinig oder groß und langbeinig, dicker Bauch, dünner Bauch, jeder passt hier hin. Ob ihr auch da vorne reinpasst, das schauen wir uns jetzt nochmal an und gucken mal, wie hoch die Stehhöhe ist und wie der Möbelbau sich im neuen Modelljahr jetzt geändert hat. Die größte Änderung zum neuen Modelljahr seht ihr eigentlich in den Möbelklappen. Und zwar ist es so, dass die Klappen jetzt etwas größer geworden sind, hier leicht überlappend sind. Und wie ihr seht, überhaupt keine Knöpfe mehr da sind. Wir haben jetzt hier matt-weiße Klappen. Das finde ich sehr stimmig zu dem Holz und dem Stoff. Und das Ganze ist eben ohne Pushlocks und hat hier eine Magnetleiste auf beiden Seiten mit drin. Und hat dann im Prinzip auch so eine Art Soft-Einzug, dass man die leise runterklappen lassen kann. Und irgendwo schließt der Magnet dann von alleine. Und ich habe halt überall die Griffleiste und kann hinfassen. Und damit habe ich insgesamt eine deutlich aufgeräumtere Optik. Das gefällt mir gut. Es ist auf jeden Fall schlichter und wahrscheinlich eine ganze Ecke moderner. Ich habe gleichbleibend hier vorne das Fach, was wir aus dem Avanti EB schon immer kennen. Es ist halt wirklich ein immens großes Fach, wo man wirklich bis ganz nach vorne wahnsinnig viel Stauraum links und rechts damit hat. Von der Optik, so wie ihr das seht, das ist wie gesagt ein Natura-Polsterstoff, weiß glänzende Klappen, Holzdekor, Eiche. So ein Avanti EB kann aber auch unendlich viele andere Varianten haben. Ein paar davon haben wir auf unserem Instagram-Account neulich gezeigt. Also schaut einfach mal, wir blenden euch das unten ein. Schaut auch da mal vorbei, folgt uns da, dann kriegt ihr ein paar mehr Eindrücke. Und Chris macht euch jetzt nochmal ein Bild von einem Avanti EB Sitzgruppe in Beton rein. Das sieht so aus. Holzdekor, Beton, so wie ihr das hier seht, ist vielleicht ein bisschen klarer. Man kann es aber auch ganz schlicht haben, zum Beispiel in Silverline. Das sind ganz silberne Fronten. Und da gibt es noch diverse andere Varianten. Da suchen wir euch dann bei der Konfiguration eures Wunsch-Avanti EB genau das raus, was ihr haben wollt. Und dann kann sich jeder wirklich zwischen ganz schlicht, kühl, modern, ganz gemütlich, gibt es jeden Mittelweg dazwischen. Und ich glaube, wenn wir das richtige Auto für euch haben, wird es euch optisch auf jeden Fall auch gut gefallen. Serienmäßig
haben wir hier oben die 50x70 Dachhaube beim Avanti EB. Hinten über dem Bett ist es 40x40, also eine ganz normale Dachhaube. Hinten über dem Bett könntet ihr aber auch noch eine größere haben. Ansonsten sieht man aber auch hier wieder, ich stehe aufrecht mit Schuhen an, auf Teppichboden und dem Doppelboden. Wir messen mal, ich glaube, das ist sowieso für quasi jeden reicht. Wir messen aber einfach trotzdem mal, was wir hier an Stehhöhe haben. 1,96,5 Meter ist das hier. Also richtig hüpfen sollte ich hier nicht mehr, wobei das ist schön weich und gepolstert. Mit dem Thermovelour hier oben wird der Lastrada richtig gemütlich, schluckt viele Geräusche und nimmt natürlich auch immer ein bisschen Luftfeuchtigkeit mit auf. Die Küche vom Avanti EB ist im Prinzip gleich geblieben. Wir haben ja den Game Changer, wie man neudeutsch so schön sagt, dieses tollen Kochfeldes zur letzten Saison schon bekommen, mit dem sehr robusten, klapperfesten Blech hier, den zwei großen Flammen und dem integrierten Waschbecken. Das hatten wir ja schon, der ist ja gerade erst neu gekommen. Das ist einfach eine hervorragende Lösung, so wie das ist. Lastrada typisch haben wir viele Schubladen. Die Besteckschublade hier oben, die haben natürlich alle auch Softeinzug. Und unten die große. Und in dem Format haben wir da nochmal die zwei gleichen Schubladen. Oberhalb hier in der Küche haben wir quasi einen Teil der Kommandozentrale, wenn du so willst. Einmal das Truma CP Plus Bedienteil, das an sich ist Serie, was man hier sehen kann. Dieses Fahrzeug hat eine Heizung mit Elektrozusatz. In dem Fall haben wir jetzt hier eine Dieselheizung mit Elektrozusatz. Ihr könnt also steuern, ob ihr das Auto ausschließlich über Diesel, ausschließlich über Strom, wenn ihr an 230 Volt oder wenn es richtig kalt ist, in der Kombination aus Diesel und Strom heizen und auch warm Wasser machen wollt. Und so ist, glaube ich, für jede Situation das Richtige da. Dann haben wir einen 1800 Watt Wechselrichter mit drin, einen zusätzlichen Ventilator für den Kühlschrank, um bei hohen Temperaturen den Kühlschrank noch besser kühlen zu lassen. Und was wir hier oben sehen, den kleinen Kippschalter, das ist im Prinzip einfach nur die Unterscheidung. Wir haben das Truma Höhenset mit drin. Wenn die Dieselheizung ab, ich weiß nicht, 1600, 1700, 1800 Meter irgendwo da betrieben wird, dann muss Diesel anders gefördert werden und damit kann ich auch bei hohen Höhen die Dieselheizung hervorragend nutzen. Und darunter das Bedienteil für die Lithium-Ionen-Batterie, wo wir jetzt sehen, aktuell 100% gefüllt, ist aber auch klar, weil wir keine Verbraucher anhaben und das Ding mit der Solaranlage im Licht steht. Was soll da passieren? Anschließend an den Küchenblock haben wir hier oben den großen Stauraum, einerseits Fernsehfach oder auch ein richtig tolles Staufach. Darunter anschließend den Kühlschrank. Das ist jetzt der AES-Kühlschrank, das heißt, der wählt automatisch zwischen Strom 230 Volt, Strom 12 Volt während der Fahrt oder, also wie es hier wäre, dann über Gasbetrieb freistehend. Und bei allen neuen, und nicht bei allen, aber bei diesem neuen Dometic-Kühlschrank könnte man jetzt auch das Gefrierfach oben rausnehmen und hätte dann einen größeren Kühlschrank. Unterm Kühlschrank auch noch richtig schön eine tolle Schublade hier mit dabei. Was bei Lastrada immer wieder auffällt, oder gerade wenn man so Fahrzeuge mit 6,36 Meter und Einzelbetten sucht, haben wir ja eigentlich bei Westfalia mit dem Columbus 640, 641, bei Pössl mit dem Road Cruiser XL, Road Cruiser Revolution und dem normalen Road Cruiser, das ist echt ein schwer auszusprechendes Wort, wenn man es mehrfach sagt, verschiedene Grundrisse und die entscheiden sich an vielen Stellen, ist das wirklich hier die Frage, will ich eine klare Trennung zwischen Wohnen und Schlafen? Will ich es möglichst offen? Wie viel Bewegungsfreiraum brauche ich hier? Und Lastrada geht so einen Mittelweg. Die haben weder die ganz klare Trennung im Möbelbau, sondern haben, ich mache mal den Schrank hier zu, durch diesen Rückschritt, nicht Rückschritt, Rückschnitt oder wie auch immer man das nennt, habe ich relativ viel Bewegungsfreiheit, weil ich auf der anderen Seite auch die Nasszellentür mit diesen Flügeltüren nach innen aufmachen kann. Ich stehe ja halb im Bad sozusagen. Und so kann ich dann eben alles richtig gut machen und habe nach hinten einfach den Raum. Wer eine klare Trennung haben will, Lastrada verfolgt immer so ein Zweiraumkonzept, hat immer die Möglichkeit, Wohnraum von Schlafraum zu trennen. Und so kann man hier hinten ganz heimlich sich umziehen, während vorne alles offen ist und das Auto total unbewohnt aussieht. Und tagsüber kann man es hier einfach wieder aufmachen und den Vorhang da drin schön verstecken und hat dann halt die klare räumliche Trennung aufgehoben und fühlt sich hier drin wohl. Mit dieser tollen Lamellentür hier gegenüber
Ich kann sie natürlich während der Fahrt zumachen und auch sichern. Einmal, was ich ganz charmant finde, sind hier die Milchglasteile. Das ist ja kein Glas, aber diese Milchkunststoffteile, die drin sind. Dass das auch ein bisschen Licht reinfällt. So kann man eben auch, braucht man drin kein großes Licht anmachen. Und wenn ich es nicht brauche, machen wir das eben auf. Und wir hatten ja selbst von Avanti F letztes Jahr. Es ist erstaunlich, wie oft man aneinander vorbeigeht und einmal im Vorbeigehen quasi den Schritt zur Seite macht und der andere vorbeiläuft. Hat gleichzeitig aber auch den großen Vorteil, dass man komfortabel eintreten kann. Ich kann hier gut die Tür zumachen, damit ihr jetzt einfach besser sehen könnt, wie ich auf Klo hier, ich lasse mal eine Tür auf, ich glaube, dann geht das ganz gut. Und so passe ich hier eben auch gut in die Toilette und habe hier hinter richtig schön viel Raum und kann eben die andere Tür jetzt auch ganz entspannt zumachen. Das heißt, ich habe keine große Tür, die in den Flur rüberschlägt und an der Küche anhaut oder die mich irgendwo hier drin stört. Insgesamt sitze ich gemütlich, nicht zu viel, nicht zu wenig Platz, würde ich einfach mal sagen. Vom Klo fallen werde ich sicherlich nicht, aber es passt für mich sehr gut. Geduscht wird hier drin mit einem Vorhang, wenn man das will. Und was wir bei diesem Fahrzeug machen, ist, dass wir diese Toilette eben rausnehmen und dann eine Trenntoilette einbauen von Airhead. Das zeigen wir euch dann in dem nächsten Video, wo wir auch die Gewichte komplett nehmen. Und da gehen wir dann auch nochmal ganz genau darauf ein, was das Fahrzeug in der Zusammenstellung, wie er jetzt hier steht, kostet. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr dann auch eine Info bekommt, wenn ihr die andere Hälfte des Autos auch gerne kennenlernen wollt. Was ich draußen schon gesagt hatte, die Dusche könnte man rausnehmen. Komfortabler ist es sicherlich so, wie es jetzt mit der Dusche draußen gelöst ist, mit der separaten Außendusche. Und was man hier schön sehen kann, wir haben das Strada typisch jetzt im neuen Modell ja, die LED-Lichtleisten, die alle so einen Touch-Dimmer hier an der Seite dran haben. Den kann man dort einfach mit ein bisschen länger gedrückt halten, kann man das hell und dunkel machen. Und damit ich nicht im Weg stehe, einmal hier noch geöffnet. Richtig schöner Schrank mit einer Rüttelkante, hier unten auch eine schöne Kante und da kommt, passt dann alles wunderbar rein. Einen letzten Blick bitte, Kamera einmal an die Decke. Eine der wenigen Neuheiten fürs Modelljahr 21, wir haben hier eine neue Dachhaube drin, natürlich mit Verdunklungsrollo und Fliegengitter, aber die ist ein bisschen anders als im letzten Modelljahr. Ansonsten ist hier alles gleich geblieben. Ob im Bettbereich auch alles gleich geblieben ist, da hüpfen wir jetzt mal kurz rüber. Nehmen die Maße und schauen uns nochmal an, wie gemütlich das da drüben sein kann. Immer wenn ich mich hier hinten auf das Bett des Lastrada Avanti EB setze, fällt mir wieder ein, warum die Leute das Auto kaufen, was das absolute Alleinstellungsmerkmal dieses Fahrzeugs ist. Du sitzt hier drin, du sitzt total behütet, hast im Prinzip die Wände hüfthoch, kannst wunderbar rausgucken, aber weil die Fenster sehr hoch sind, kann dir im Prinzip keiner reingucken. Und das ist was ich wirklich nur beim Lastrada Avanti EB so finde. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten so ein Aha-Effekt. Es gibt Menschen, die sagen, ich mag das nicht, ich will das auf Betthöhe haben, dass ich gut rausgucken kann. Aber mit diesen Fenstern drumherum, es ist jetzt ein regnerischer Herbsttag, wir haben in Kürze November und trotzdem ist es hier drin hell und gemütlich. Ich habe viel Licht, ich fühle mich hier richtig wohl drin. Dazu natürlich die Stehhöhe durch den H3-Boden, der hochwertige Möbelbau von Lastrada. Und da sind so viele kleine Sachen, aber die man toll finden kann. Aber das ist was ihr halt wirklich nur in diesem Auto findet. Was man auch nur bei Lastrada findet, um das nicht zu vergessen, wir haben hier hinten eine überlappende Türverkleidung. Schaut euch einfach mal Verkleidungen bei anderen Fahrzeugen an. Meist sind die auf den Türen. Und Lastrada macht sich halt die Mühe und nimmt mit diesem Thermovelour, der übrigens immer, also den gibt es in zwei Farben, passend zum Holz, die eine Tür etwas überlappend macht, dass man das hier schön bündig hat, dass so wenig wie möglich Luft dort von hinten reinziehen kann. Wenn ich es mir hier hinten gemütlich mache, bei allen Einzelbettenfahrzeugen ist die Situation ja so, dass ich immer eine lange, eine kurze Seite habe. Bei dem, wenn ich das richtig sehe, ist die Beifahrerseite die lange. Das heißt, wir haben hier von der Wand zur Kühlschrankwand, ne, haben wir 1,95 Liegelänge. Und hier auf der anderen Seite ein bisschen weniger, 1,85. Also das ist durchaus ein etwas kürzeres Bett. Aber was haben wir auch vorne gemerkt? Die Sitzgruppe ist größer, die Nasszelle ist schön groß. Irgendwo muss die Länge hin. Von der Matratzenbreite, wir haben hier, das sind 80 cm. Dann gehe ich mal davon aus, dass das hier, ja, da sagt er jetzt zu 81, aber das wird auch 80 cm Matratzenbreite sein. Und hier hinten der Längsteil ist 83 cm in der Breite. Das Ganze kann ich natürlich auch zu einem wunderbaren Doppelbett umbauen.
da ist es einfach so, wie machen wir das am besten? Da ist es einfach so, dass ich hier unten sind zwei Stangen. Ich versuche mich mal so klein wie möglich zu machen, dass ihr seht, was ich tue. Die haken auf der anderen Seite richtig fest rein. Da kann man sich richtig draufsetzen. Und dann nehme ich den ganzen Schlitten, schiebe den da drüber. Die Matratze, wenn sie ausgepackt ist, rutscht mit. Und die beiden Matratzenteile, die ihr da hinten auf dem Bett liegen seht, füllen jetzt die Lücke, die sich da in der Ecke ergeben hat. Und so habt ihr dann wirklich hier hinten ein riesengroßes Bett, was in der Gesamtbreite 1,934 ist, also fast 1,94. Und was hatten wir hier? Ja, 1,95. Also 1,95 mal 1,95 Doppelbett hier hinten mit drin. Das baue ich jetzt mal kurz weg und dann schauen wir nochmal, was für Fächer sich darunter verstecken. Wenn das Bett weggebaut ist, dann hat man wieder diesen breiten Einstieg und kann über die gemütlichen Stufen halt wirklich auf Einstiegshöhe ins Bett rein. Das ist total schonend für Körperhaltung und alles andere. Man muss sich also nirgendwo hochfuchten. Und dann habe ich auch vollen Zugriff auf die Schubladen. Das hier ist die mit Abstand größte Schublade. Da passt ja fast ein ganzes Kind rein. Das ist wirklich viel Raum. Daneben habe ich hier, wo ist die Entriegelung? Noch eine zweite Schublade, da sind jetzt meine Quadratlatschen im Weg, die ist aber auch relativ groß. Dann sitze ich hier, das machen wir mal andersrum, ich gehe mal hier auf die Seite. Hier haben wir nochmal ein richtig schönes Doppelbodenfach und da seht ihr das Griffloch in der Mitte. Wenn ich das rausnehme, dann habe ich den Zugriff auf unten, das ist das, was ich vorhin draußen meinte, mit Wäscheabwurfschacht. Also da könnte ich jetzt auch eine Getränkekiste drunter stellen und von hier aus dem Keller das kühle Bier holen. Wie cool ist das denn? Und wenn ich an den Heckstauraum ran will, habe ich hier natürlich auch den Durchgriff direkt in den Heckstauraum, auch total praktisch. Und damit der Raum über dem Gaskasten nicht verschenkt wird, habe ich hier natürlich auch noch eine Schublade. Also wie ihr schon seht, Lastrada baut nicht das erste Wohnmobil, da ist sehr, sehr viel Stauraum. Und wenn ich dann noch ein bisschen Kleidung habe, habe ich hier nochmal einen richtig schönen Kleiderschrank. Und dadurch, dass der in den Doppelboden runtergeht, hat er eben auch eine echte Hängetiefe. Ihr werdet sehen, also, das gibt wahnsinnig viel Staufächer. Ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck von dem Avanti EB bekommen. Wie gesagt, es kommt noch ein Teil 2, in dem wir das Gewicht genau unter die Lupe nehmen. Das ist nämlich was, was man bei diesen großen Jumbo-Kasten immer im Blick behalten muss, damit die Zuladung auch reicht. Da beraten wir euch natürlich bei der Auswahl und Konfiguration eures Traum-Avanti EB, dass ihr genau das richtige Auto habt. Schön, dass ihr bis jetzt zum Ende dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich finde es ein super schickes Auto. Schaut euch auch unsere anderen Videos an. Das war es auf jeden Fall fürs erste aus dem Lastrada Avanti EB Modelljahr 2021. Bis bald im nächsten Video mit Gewichten, Trockentoilette und Preisen. Bis dahin, viel Spaß!